총을 뜨시들래 뜨시들래 자 드림은 저 산에 뱀에 안 된다 도와미 커피한주 비누다 니마 시스타 로추미에 시스타 자나게 니 총대 경매야 로추기는 나도 시스타 비누다 주제사이로 아 다 드림 니마 되기래 다 로추 타바도 니마 코티래 데 이스트 디스턴스 아니 저거치 아제 망고스텔로 패드샤 다들 이미마 담망보도 배우마래 가서 미미슈스 남고를 배우는 대결을 하는 도시 가서 사는 뱀기 소문은 소변을 해야 되시 뱀베라는 다리 제가 미미슈를 하스트도 이제 현재 로드라인 페디 스와이츠라도 파이니 프라이한드 및 차이나 오니 맨슨렉트 네 Es ist mir eine Ehre, heute diese beiden Anlässe in München zu dürfen. Wir gedenken heute der 15. Jahrestag des Rumki-Massakers. Eines tragischen Ereignisses, das tiefe Wunden in unsere Gemeinschaft hinterlassen hat. Eine Geschichte, die die Realität von Millionen von Uiguren und Tibetern widerspiegelt, die unter der drückenden Hand der chinesischen Regierung leiden. Heute stehe ich hier als Vertreterin der uigurischen Gemeinschaft, die das Unbeschreibliche erduldet. Das vor 15 Jahren in Urumqi begann, hat sich zu einem unaussprechlichen Albtraum für die uigurische Gemeinschaft entwickelt. Gleichzeitig betrachten wir das 10-jährige Bestehen des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und China, welches sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Lassen Sie uns diese Momente nutzen, um sowohl zu reflektieren, als auch nach vorne zu blicken. Vor 15 Jahren, am 15. Juli 2009, wurde die Stadt Urumqi zum Schauplatz eines schrecklichen Massakers, was als friedliche Demonstration begann, um gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu protestieren, eskalierte schnell zu einem brutalen Einsatz staatlicher Gewalt. Hunderte von unschuldigen Menschen verloren ihr Leben. Tausende wurden verletzt und unzählige Familien wurden zerstört. Dieses Ereignis markiert ja nicht nur einen tragischen Moment der Geschichte, sondern auch Beginn eines systematischen Genozids gegen das uigurische Volk und andere ethnische Minderheiten in China. Dieser Tag war eine dunkle Erinnerung daran, wie weit die chinesische Regierung gehen würde, um jede Form von Widerstand gegen ihre Herrschaft zu unterdrücken. Die staatlichen Repressionen nehmen seither zu und erreichen neue Höhen mit der Errichtung von Umerziehungslagern, die von vielen als Konzentrationslager bezeichnet werden. In diesen Lagern werden Hunderttausende von Uiguren und anderen Minderheiten ohne Anklage festgehalten, um sie ihrer Kultur, Religion und Identität zu berauben. Die politischen Auswirkungen dieses Massakers sind tiefgreifend. Es zeigt nicht nur das Leid und Ungerechtigkeit gegen das uigurische Volk verdeutlicht, sondern auch die Notwendigkeit eines stärkeren internationalen Bewusstseins und eine entschiedene Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen unterstrichen. Es ist unsere Pflicht, diese Ereignisse nicht zu vergessen und weiterhin für die Rechte und Würde der Unterdrückung zu kämpfen. 10. Jahrestag des Freihandelsabkommens zwischen Schweiz und China. Während wir diese tragischen Ereignisse der Urumqi-Gedanke gedenken, müssen wir auch die wirtschaftlichen Entwicklungen betrachten, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben. Vor 10 Jahren, am 1. Juli 2014, traf das Freihandelsabkommen zwischen Schweiz und China in Kraft. Dieses Abkommen hat zweifellos wirtschaftliche Vorteile gebracht und den Handel zwischen unseren Ländern gefördert. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht auf Kosten der Menschenrechte erzielt werden sollte. Das Fehlen einer Menschenrechtsklausel in diesem Abkommen ist eine Schande. Während sich unsere wirtschaftlichen Beziehungen vertieft haben, haben sich die Menschenrechtsverletzungen in China verstärkt.
Die Umerziehungslager in Ost-Türkistan sind ein kleines Beispiel für die brutale Unterdrückung und den Versuch, eine ganze Kultur auszulöschen. Wir, die Uigurische Verein Schweiz, zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker, GSDF, CAMPAC und VTJE, hat eine Petition mit dem Titel Roter Faden für die Schweiz, kein Freihandelsabkommen mit China ohne Menschenrechte ins Leben gerufen. Diese Petition fordert, dass die Schweiz ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China überdenkt und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Es ist auch unerlässlich, dass die wirtschaftlichen Interessen nicht über die fundamentalen Rechte und Freiheiten der Menschen stellen. Die Unterdrückung in Ost-Türkistan ist leider nicht einzigartig. Auch in Tibet sind ähnliche Gräueltaten zu beobachten. Seit Jahrzehnten erleben die Tibeter eine systematische Unterdrückung ihrer Kultur, Religion und Identität. Die chinesische Regierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die tibetische Kultur zu unterdrücken, darunter die Zerstörung von Klöstern und die Inhaftierung von Mönchen und Nonnen. Ein aktuelles Beispiel ist die Kampagne zur Sinisierung der tibetischen Buddhismus. Die chinesischen Behörden zwingen tibetische Klöster, Bilder des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und andere kommunistische Symbole zu zeigen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die tibetische Religion und Kultur zu kontrollieren und letztlich zu eliminieren. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Zwangsumsiedlung tibetischer Nomaden. Tausende von Nomaden wurden gezwungen, ihre traditionellen Weidegebiete zu verlassen und in staatlich kontrollierte Siedlungen zu ziehen. Diese Politik hat nicht nur ihre Lebensweise zerstört, sondern auch ihre Fähigkeit, ihre Kultur und Traditionen weiterzugeben, erheblich eingeschränkt. Während wir heute der Opfer des Urumqi-Massakers gedenken, dürfen wir nicht die Unterdrückung der Tibeter vergessen, die ebenfalls unter dem Regime der chinesischen Regierung leiden. Die Situation in Tibet ist ein weiterer schockierender Beweis für die systematischen Menschenrechtsverletzungen. Die chinesische Regierung hat in Tibet in zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die tibetische Kultur, Religion und Identität zu unterdrücken. Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet! Freiheit für Ost-Türkistan! Freiheit für Ost-Türkistan! Freiheit für Ost-Türkistan! Freiheit für Ost-Türkistan! Rechmas, danke schön. So, 5. Juli 2009 wurde die Stadt Urumqi zum Schauplatz eines unbeschreiblichen Grauens. An diesem Tag wandelten sich die Straßen von Urumqi von belebten Märkten und die glücklichen Gemeinschaften in ein Schlachtfeld um. In den blutigen Straßen verloren Hunderte, wenn nicht Tausende unschuldige Uiguren ihr Leben. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass diese Ereignisse dieses Tages nur ein Teil eines größeren Musters der Unterdrückung sind, die die uigurische Gemeinschaft seit Jahrzehnten erlebt hat. Das Urumqi-Massaker war nicht der Anfang und leider war es auch nicht das Ende. Ich möchte Sie auf die massive Überwachung aufmerksam machen, der die Uiguren in China ausgesetzt sind. Kameras auf jeder Straße, Gesichtserkennungssoftware, Polizeikontrollen, unser Alltag ist ein ewiger Albtraum der ständigen Überwachung. Seit dem Massaker hat die chinesische Regierung ihre Repressionspolitik gegen die Uiguren nur noch verschärft. Uiguren sind Ziel von weitreichender staatlicher Überwachung, wobei Technologien wie Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz zur Überwachung und Kontrolle der uigurischen Gemeinschaft eingesetzt werden. Die Regierung hat eine massive Internierungskampagne gestartet, bei der Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Uiguren in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten werden. Mit anderen Worten Konzentrationslager 1949 Deutschland. Die Regierung hat der Volksrepublik China erklärt, diese Einrichtungen als Berufsbildungszentrum oder Deradikalisierungs-
Deradikalisierungszentrum. Doch in Wahrheit handelt es sich um hochgesicherte Konzentrationslager, in denen Uiguren massiven psychischen Druck, Folter, Missbrauch und ideologische Indoktrination ausgesetzt sind. In diesen Lagern werden die Uiguren dazu gezwungen, ihre Kultur, Sprache, Religion aufzugeben und stattdessen die chinesische Sprache und Kultur sowie die kommunistische Ideologie anzunehmen. Berichte über Folter, sexuellen Missbrauch und sogar Zwangsarbeit sind verbreitet. Freiheit für Ostturkistan! Radio Free Asia geben, er ist gleichzeitig, er war Zeuge von dem Urumqi-Massaker 2009. Er war vor Ort und kann erzählen, glaube auf Uigurisch. Bundan 15 yıl kurum, vatanımızın halkı Türkistan'ın Kıpa başkentiye, paytası Ürümçü'de, Yatıncay'ın mevzusuna bir kanlı kırgınçılık oldu. Bu kırgınçılıkta toplam 3 milyon yıllık adam öldü, 10 milyon yıllık adam son kılındı. 2014 yılındaki, Abdül'ün ayında 34 yıllık baş katilinin kıpayken toplası da, 5 yıl kırgınçılıkı münasebetinden tutulgu adamın sanı 50 milyon aşık oldu diye. Bu bir millet için uç uçuk kırgınçılık yani. Aradan 15 yıl öttü. 15 yılın içi de bizden vaziyetimiz, Şarkı Türkistan'ın vaziyeti ziyaretçilik yapışlandı yok. Eksi sen söyleme ülke kırgınçılık para terapi kıldı. Hazır 3 milyondan artık adam. Kızal hazır burada Türmülerde, valla ailesine ailet, ayolla, emrimiz, kırımdaşlarımız, Tedir Bukhan'daki çaşkallar da kişisi yuvatı bu. Bugün biz ziyade, bugünümüz Muşuk'unla hakkında namayışını tartılıp, bütün dünyaya, Uygurcaksın milletin varlıkını, bizden bu Mursak'ı, Uğur, vatanımız Şarkı Türkistan'da yaşayış hukukumuzun bağlıkını, biz bu bütün dünyadaki erkin, demokratik yaşamaktan milletler okşar, açlığa okşar, şunda hukukumuzun bağlıkını, Kıtay'a, bundaki bütün dünyayı bildiriş maksidi de uyarıcısıydı. Biz bu münasebet bile, bu üstünde şehit etken bağırlık terimleşmemize Allah'ın rahmet dileğimiz, zalim Kıtay'a tekrar Allah'a çıkın dileğimiz, bütün dünyanın insaf fikrini, bizden halimizde bir kırgıcılıkla seyirci tamaşıcı aldı olmasın. Bizi zul kürbattan zulümle kırgıcılıkla göz yummasın. Avazını gül çıktırışını Şinsarya hükümetinden sonra bütün dünyadan ütünümüz ve bu şimdi asla unutmayın. Biz Uygurla ezelden tarihten öyle çap geygen devletlerini kurgan, hanlıklarını, imperyalini kurgan millet. İnşallah çukur bir günü yen şu günde kayıt görünüz, yüzünüzden tövbesinizi çukur kurunuz. Terörist China! Terörist China! Terörist China! Terörist China! Terörist China! Terörist China! Um an die tragischen Ereignisse des 5. Juli 2009 in Urumqi zu erinnern. Diese schrecklichen Geschehnisse haben tiefe Wunden in unserer Gemeinschaft hinterlassen, die bis heute nicht verheilt sind. Das Urumqi-Massaker war nicht nur ein Einzelfall von Gewalt, sondern auch ein Wendepunkt in der systematischen Unterdrückung der Uiguren. Seit jenem Tag hat sich die Repression verstärkt. Unzählige Uiguren wurden verhaftet, gefoltert und in Umerziehungslagern eingesperrt. Diese Lager, die von vielen als Konzentrationslager bezeichnet werden, sind Orte des Grauens, an denen Menschen gezwungen werden, ihre Kultur, Sprache und Religion aufzugeben. Es ist erschreckend, dass die internationale Gemeinschaft so lange gebraucht hat, um auf diese Gräueltaten zu reagieren. Während wir hier in der Schweiz die wirtschaftlichen Vorteile unserer Beziehungen zu China genießen, dürfen wir nicht die Augen vor den Menschenrechtsverletzungen verschließen, die in Ostturkistan und Tibet geschehen.
Es ist unsere Pflicht, für die Rechte der Unterdrückten zu kämpfen und sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden. Lassen Sie uns weiterhin aufmerksam und aktiv bleiben. Lassen Sie uns die Erinnerung an die Opfer des Kurunzi-Massakers lebendig halten und gleichzeitig für eine bessere Zukunft kämpfen, in der Gerechtigkeit und Menschenrechte im Vordergrund stellen. Freiheit für Ost-Türkistan! Regelmäßig telefoniert er mit Ihnen. Aber Mitte 2017 reißt der Kontakt plötzlich ab. 17 Monate Stille und große Sorgen. Und natürlich Traurigkeit, dann Schlaflosigkeit, alle die melancholischen Gefühle, diese Verlust, Angst, alles. Ja. Dann diese Angst davor, dass meine Familienmitglieder durch den chinesischen Staat entführt worden sind. Überprüfen lassen sich solche Vorwürfe von Deutschland aus nicht. Habe ich keinen Kontakt zu meinem Familienmitglied. Aber was Tahir Kahiri erzählt, deckt sich damit, was verzweifelte Uiguren aus aller Welt im Internet berichten, deren Angehörige in Xinjiang plötzlich verschwunden sind. Interne Dokumente aus dem chinesischen Verwaltungsapparat. Meine Damen und Herren, wir stehen heute hier, um sowohl der Opfer des Urumqi-Massakers als auch der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu gedenken. Gleichzeitig wollen wir unsere Verantwortung hervorheben, sicherzustellen, dass wirtschaftliche Beziehungen nicht auf Kosten der Menschenrechte gehen. In den letzten 10 Jahren hat das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China wirtschaftliche Vorteile gebracht. Doch dieser Erfolg darf nicht auf einer Grundlage von Ignoranz gegenüber Menschenrechtsverletzungen stehen. Es ist unerlässlich, dass zukünftige Abkommen Menschenrechtsklauseln enthalten, die sicherstellen, dass wirtschaftliche Fortschritte mit ethischen Standards übereinstimmen. Die Schweiz und die internationale Gemeinschaft müssen ihre Positionen nutzen, um Druck auf Regierungen auszuüben, die Menschenrechte verletzen. Wir dürfen nicht schweigen, wenn ungerecht geschieht. Unsere Stimme, unsere Handeln können einen Unterschied machen und die Bedingungen für die Unterdrückten verbessern. Es ist unsere Verantwortung, diese Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und unsere Regierungen aufzufordern, Maßnahmen zu ergreifen. Wirtschaftliche Beziehungen zu China dürfen nicht auf Kosten der tibetischen und uigurischen Gemeinschaften erfolgen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Stimme für die Gerechtigkeit gehört wird. Und trotz all dieser unvorstellbaren Gräueltaten hat die Welt größtenteils geschwiegen. Dies ist keine einfache Menschenrechtsverletzung. Dies ist ein Genozid. Ein Genozid, der sich vor unseren Augen abspielt. Genauso wie einst in Nazi-Deutschland geschah. Es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und handeln. Wir müssen zu China zur Rechenschaft ziehen. Wir müssen die Welt dazu bringen, hinzusehen, hinzuhören und zu handeln. Und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie hier sind und genau das tun. Lassen Sie uns heute nicht nur gedenken, sondern auch handeln. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere wirtschaftlichen Beziehungen gerecht und menschenwürdig sind. Nur so können wir eine Welt schaffen, in der Menschenrechte respektiert und geschützt werden. Freiheit für Ost-Türkistan! Freiheit für Ost-Türkistan! Freiheit für Uiguren! Freiheit für Tibet! Meine Damen und Herren, vielen Dank, damit ist das Ende unserer Debatte. Vielen Dank fürs Zuschauen.